Hallo, hier ist Markus Herb. Heute Abend möchte ich ein relevantes, aktuelles Video machen über Gesellschaftspolitik und das, was wir gerade in Deutschland erleben, dass die Ampelkoalition die Einbürgerung von Immigranten erheblich erleichtern will. Das birgt enorme Gefahren für unser Land, wo die Armut am Steigen ist, die Inflation, wo der Mittelstand immer mehr unter Druck gerät, Firmen abwandern. Man redet jetzt schon von Deindustrialisierung Deutschlands, weil die Energiepreise explodieren im letzten Jahr. Wenn wir uns überlegen, was in einem Jahr alles passiert ist. Ich habe Videos darüber gemacht vor der Wahl am 26. September, vor über einem Jahr, dass wir mit Vollgas auf einen Abgrund zu steuern, wenn die falsche Regierung gewählt wird. Aber ich hätte mir nie erträumen lassen, wie die Dinge sich beschleunigen und dass es noch viel, viel schlimmer kommt, als man sich das hätte denken können. Siehe jetzt der Krieg in Europa, Russland gegen die Ukraine, der gegen den Westen geführt wird. Und ich denke, das ist alles auch eine Symptomatik und eine Auswirkung von einer schwachen Regierung in den USA, aber auch hier in Deutschland mit der Ampelkoalition. Gib doch ein Like für dieses Video, damit es sich schneller auf YouTube verbreitet und abonniere auch meinen YouTube-Kanal. Ich habe weitere Videos vor jetzt, was passiert in den USA. Donald Trump hat ja seine Bereitschaft erneut erklärt, Präsidentschaftskandidat 2024 zu werden. Er steht wirklich für ein starkes Amerika, für geschützte Grenzen, auch für christliche, biblische Werte, gegen LGBT, gegen freie Abtreibung bis zur Geburt, wofür die Demokraten stehen. Ich will auch über China reden, was dort jetzt alles passiert. Präsident Xi hat sich auf Lebenszeit zum Präsidenten Chinas ausgerufen mit einem Titel der Steuermann Chinas. Und jetzt erleben wir Aufstände in China, wie seit über 30 Jahren nicht mehr, wo das Volk auf die Straßen geht, was sehr mutmachend ist, gegen die Null-Covid-Unterdrückung Chinas, wo es darum geht, das ganze Volk zu kontrollieren, wo eben Shanghai, auch Wuhan, also Regionen mit Dutzenden Millionen Chinesen, wie ein Gefängnis geführt werden und die Leute im Lockdown sind, damit es keinen einzigen Covid-Fall gibt. Aber es geht dabei nicht um Corona, weil dort kaum Menschen daran sterben. Es geht einfach um dauerhafte, langfristige Kontrolle der Bevölkerung und dagegen wehrt sich jetzt das chinesische Volk. Und Ähnliches sehen wir auch in Deutschland. In den USA, wo der Druck immer mehr erhöht wird, auch auf unser Land, dass Menschen darum kämpfen, überleben zu können. Ich möchte mal einige Verse aus der Bibel nennen, die wirklich auch die Situation biblisch beleuchten, dass wir in immer schwierigeren Zeiten sind. In Sprüche von Salomo Kapitel 29, Vers 2 lesen wir, wenn die Gerechten zahlreich sind oder regieren, dann freut sich das Volk. Wenn aber Gottlose herrschen, dann seufzt oder stöhnt das Volk. Ist das nicht, was wir jetzt erleben? Wo christliche Werte immer mehr mit Füßen getreten werden? Wo wir eine Ampelkoalition, geführt von Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck haben, die kein christliches Welt- und Menschenbild mehr haben. Und wir erleben eine Eskalation von Problemen und Schwierigkeiten. Ja, hier lesen wir, Faeser will Einbürgerung erleichtern. Dass die Einbürgerung von Immigranten von bisher auf 8 Jahre, auf 5 und sogar in vielen Fällen auf 3 Jahre verkürzt wird. Und dass Kinder von Immigranten, die seit 5 Jahren hier leben, automatisch deutsche Staatsbürger werden. Ich habe hier einmal diese Inhalte, worum es hier geht. Ich gehe darauf gleich noch näher ein. Ich halte das mal in die Kamera. Vielleicht kannst du es lesen und einfach die Kamera mal stoppen. Ich werde darauf gleich noch mal eingehen. In Hosea 4,6 sagt der Prophet Hosea im Alten Testament, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Einsicht und Erkenntnis.
Und ich denke, das ist, was wir jetzt erleben, dass unsere Regierung nicht nach Gott fragt, nach dem Gott der Bibel. Wir sind christliches Abendland, aber die Propheten im Alten Testament, auch im Neuen Testament sehen wir immer wieder, wenn Gott nicht befragt wird für eine weise Führung eines Landes, eines Volkes, dann geht das Volk zugrunde. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 7, 24 bis 27, wenn wir auf den Felsen bauen, dann hören wir und tun wir die Worte, die Gott in der Bibel sagt, die Jesus sagt. Er sagt, jeder, der meine Worte hört und tut, ist auf den Felsen gebaut und die Ströme und Winde und Stürme kommen, aber das Haus fällt nicht ein. Aber jeder, der meine Worte hört und nicht tut, ist einem törichten Menschen zu vergleichen, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen kam, die Ströme kamen, die Stürme kamen, stießen an das Haus und es fiel und sein Fall war groß. Und ich denke, das, was wir jetzt erleben, ist, dass wir eine Regierung haben, die nicht mehr nach dem Gott der Bibel fragt, nicht mehr nach christlichen biblischen Werten. Ja? Und Olaf Scholz sagte jetzt in einer Rede, dass ihm die wichtigste Sache ist, mehr Staatlichkeit, dass er damit überhaupt kein Problem hat. Er hat nie verstehen können, warum es ein Grundsatzprinzip in Deutschland war, dass man nicht mehrere Staatsbürgerschaften haben kann. Dadurch entsteht Parallelgesellschaft. Und es wird damit die Motivation zur Integration, sagt hier ein CDU-Politiker, Kritik von CDU-CSU, der parlamentarische Geschäftsführer von der Union-Fraktion im Bundestag Thorsten Frey kritisierte die geplanten Änderungen. Der deutsche Pass darf nicht zur Ramschware werden. Ausländern in Deutschland wird damit ein großer Anreiz genommen, sich zu integrieren. Zurzeit haben wir in Deutschland 9 Millionen Ausländer, die in unserem Land leben, ohne Pass. Mit den neuen Immigrationsgesetzen können sofort 2 Millionen Staatsbürgerschaft und den deutschen Pass beantragen. Sofort. Von heute auf morgen. Und in wenigen Jahren Millionen weitere. Deutschland wird damit immer stärker zu einem Immigrationsmagneten für Afrika, für Afghanistan, für Syrien, für den Nahen Osten. Und die meisten Menschen, die kommen, zum Beispiel auch durch Boote aus Afrika in überfüllten Booten, sind nicht die Facharbeiter, die Deutschland braucht. Olaf Scholz und die Ampelkoalition redet davon, ja, wir wollen den Facharbeitermangel in Deutschland ausfüllen. Ich denke, das Problem ist, dass wir immer mehr Single-Haushalte haben, ein demografisches Problem, wo Deutsche immer weniger Kinder bekommen. Und ich denke, das ist auch ein Problem, dass unser Volk immer mehr von Gott abweicht. Immer mehr Ehescheidungen, immer mehr Kinder aus Scheidungshaushalten wollen keine Kinder mehr kriegen. Und so haben wir Facharbeitermangel und Millionen Facharbeiter mehr fehlen jedes Jahr. Und Deutschland wird deindustrialisiert. Und ich denke, das hängt auch mit Unglauben zusammen, weil eben die Ehe, die biblische Ehe zwischen Mann und Frau nicht mehr gewertschätzt wird, auch von unserer Regierung, von unserer Politik. Und mittlerweile ist die gleichgeschlechtliche Ehe von der CDU eingeführt worden durch Angela Merkel, mittlerweile vor 4, 5 Jahren. Und das ist gegen Gottes biblische Ordnung. Und ich glaube, auch das sind Dinge, die die Grundlagen unseres Landes zerstören. Und das, was jetzt passiert, ist, dass immer mehr Menschen aus islamischen Ländern einwandern, die ein antichristliches Weltbild haben. Die sagen, Gott hat keinen Sohn. Ich habe darüber jetzt ein Video gemacht, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Gott wurde Mensch. Er kam in das Seine. Und Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Er ist gestorben, Gott selbst, am Kreuz, Gottes Sohn, zur Vergebung unserer Sünden, damit wir ewiges Leben haben. Jesus hat das Reich der Himmel auf die Erde gebracht. Und die Christen in früheren Jahrhunderten haben das christliche Abendland geschützt gegen Invasion
aus muslimischen Ländern. Der Islam hat mit dem Schwert christliche Länder, die heutige Türkei, eingenommen. Das war Kleinasien christlich. Das Osmanische Reich hat sich dort ausgebreitet. Dann wurden die Türken vor Wien gestoppt durch christliche Herrscher und dann christliche Soldaten und Heere. Und das, was wir heute passieren sehen, ist, dass Politiker der Ampelkoalition überhaupt keinen christlichen Glauben und christliche Werte mehr haben, sondern unsere Innenministerin Faeser, die eben Einwanderung für alle will und dass eben Kinder, auch von muslimischen Familien, die 4, 5, 6 Kinder haben, die hier ein paar Jahre leben, automatisch deutsche Staatsbürger werden, ist eine Auflösung des christlichen Abendlandes. Es ist unglaublich gefährlich. Was sagt Faeser? Sie war jetzt bei der Fußball-WM mit der LGBT One Love-Binde. Ja, und da kann man noch Q dazu nehmen. Also L, Lesbian, G ist ja, LGBT, Binde, Queer, Binde. Das ist ein geringer Prozentsatz, auch in unserem Land, die das praktizieren, 5%. Aber das ist wichtiger worden im Fußball als die Fußball-Weltmeisterschaft. Interessanterweise, vielleicht mache ich darüber auch noch ein Video, über die Fußball-WM Katar. Ich habe ja ein Video gemacht, schaut es euch an. Die blutige WM, der doppelte Skandal mit der One-Love-Binde. Und diese Binde hat unsere Fußball-WM-Team, also unsere Nationalmannschaft, vor dem Spiel gegen Japan hochgehalten und hat dafür ihren Mund zugehalten, dass man hier nicht reden darf. Sie haben gesagt, wir stehen für die Werte der Lesbien, Homosexuellen und Gender-Mainstreaming und Querbewegung. Und das bringt keinen Segen auf unser Land. Und dann haben sie gegen Japan verloren. Und ich glaube auch, dass das eine Verwirrung des Verstandes ist, der durch Flüche kommt, durch Gericht kommt auf unser Land. Ja, wenn wir gegen Gottes Ordnung handeln, wie das die Fußballmannschaft getan hat, jetzt wird analysiert, warum sind sie wieder in der Vorrunde ausgeschieden, nicht mal ins Achtelfinale gekommen? Ich glaube, weil sie wirklich Schande über unser Land gebracht haben, auch vor der islamischen Welt. Ja, die Moslems sind für die Ehe zwischen Mann und Frau immerhin noch und unsere Fußball-WM, der DFB hat nichts Besseres zu tun, als gegen christliche, biblische Werte Politik zu machen. Und das verachten übrigens die Moslems. Die Moslems sehen das als Dekadenz des Westens. Und das ist etwas, was wirklich eine Schande für das christliche Abendland ist. Also wir sind Migrationsschlaraffenland. Sarah Wagenknecht, interessanterweise, die von den Linken ja regelrecht gebrandmarkt und verfolgt wird. Sie sagen, die Sarah Wagenknecht hat so viele rechte, konservative Anschauungen, ja. Und sie hat mittlerweile Zustimmungen für eine neue Partei, die sie gründen will, von 25% in Deutschland. Auch aus AfD-Kreisen. Auch aus Kreisen der Linken. Und die Linke hat es wirklich verpasst, diese kluge Denkerin und Politikerin zu nutzen und zu integrieren. Und jetzt wird sie wahrscheinlich eine neue Partei gründen. Und das wird die Krise auch in der Parteienlandschaft, die Zersplitterung, die Spaltung in Deutschland noch mehr vertiefen. Also das sind alles interessante Entwicklungen. Der Flüchtlings- und Migrationsetat in Deutschland. Ich habe darüber ein Video gemacht, auch über die Krise einer verfehlten Immigrationspolitik, wo immer mehr Armut ist, immer mehr Kinderarmut, Hunderttausende von Insolvenzen in unserem Land. Ja, wir haben mehr Insolvenzen als je zuvor. Auch Firmeninsolvenzen, ja, steigen stetig jedes Jahr. Und wir haben 30 Milliarden Flüchtlings- und Migrationsetat pro Jahr, Tendenz steigend. Und gleichzeitig haben wir Altersarmut
und dass eben die Renten überhaupt nicht mehr ausreichen und unsicher sind, weil die Sozialkassen leer sind und auch hier Gelder eben nicht der Bestimmung gemäß gewirtschaftet wurden. Ja? Aber wenn immer weniger Kinder da sind, immer mehr Veralterung der Gesellschaft, dann haben wir natürlich steigende Armutsprobleme, aber die Gelder sind da für Immigranten und Flüchtlinge. Es gibt interessante Umfragen, dass die Fachkräfte, die wir brauchen, an Deutschland immer weniger interessiert sind. Man hat mit hochbegabten Uni-Absolventen Interviews gemacht und die sagen mehr und mehr und mehr, wo sie befragt werden, die Löhne in Deutschland sind zu unsicher, die Chancen sind zu gering und die gehen lieber in die USA oder in die Schweiz oder in andere Länder wie Norwegen oder andere Länder und die Fachkräfte wollen immer weniger nach Deutschland kommen, weil Deutschland überhaupt kein guter, führender Standort mehr ist. Und ich denke, das sind keine Segensprognosen, sondern es ist eine Abwärtsspirale, durch eine 20 Jahre immer schlechter werdende Politik von Angela Merkel und der CDU gekommen ist, wo die christlichen biblischen Werte aufgelöst wurden. Olaf Scholz sagt, ja, wir sind ein Einwandererland. Aber die Einwanderer, die an polnische Zäune aus Afghanistan rütteln und die laut schreien, das sind alles Moslems, die schreien Deutschland, Deutschland, Deutschland. Sie wollen durch Polen reingelassen werden, zu Hunderttausenden. Das sind keine Fachkräfte. Das sind nicht die ausgebildeten Ingenieure, Wissenschaftler und Handwerker, die wir in Deutschland brauchen. Wie sah es denn früher aus, vor 100, 150, 200, 300 Jahren, als Preußen Musterstaat Europas war und wo Deutschland reich und groß geworden sind? Da waren wir Einwandererland. Aber wer kam damals nach Preußen? Wen haben die Preußenkönige eingeladen? Das waren Hugenotten. Das waren Protestanten, die aus Frankreich, aus anderen katholischen Ländern nach Preußen kamen. Und das waren Geschäftsleute, das waren Handwerker, das waren hoch ausgebildete, intelligente Familien. Und das waren alles Christen, die nach Preußen kamen und die das Land aufgebaut haben und stark gemacht haben. Und das christliche Abendland war damals eine aufsteigende Macht. Und das hat zu einer Wohlstandsbewegung geführt für Jahrhunderte, dass Deutschland, auch England, auch eben Österreich und diese Nationen immer reicher wurden, weil sie den Gott der Bibel geehrt haben und eine christliche Arbeitsethik hatten. Also heute werden laut Faeser, unserer Innenministerin, brauchen wir immer mehr Immigration und dass eben die Pässe nach 3 bis 5 Jahren verteilt werden. Olaf Scholz sagt, wir dürfen nicht das Staatsvolk vom Wahlvolk trennen. Wenn Leute hier leben, über längere Zeit friedlich sind, ein bisschen Deutsch lernen, ja irgendeinem Beruf nachgehen, dann müssen sie auch Wahlvolk werden. Und ich denke, das ist das, was unsere Regierung will. Sie wollen einfach Wählerstimmen zu Millionen mehr für die Ampelregierung auf lange Frist gewinnen, für SPD und Grüne. Das Gleiche passiert in den USA durch die Demokraten, durch Joe Biden. Es waren nur noch einige Kilometer von der Mauer, die Donald Trump gebaut hatte. Und wo schon die Mauer geschlossen war durch die Armee, die hat Joe Biden offen gelassen. Und jetzt sind mittlerweile zwischen 4 und 8 Millionen illegale Einwanderer in nur 2 Jahren durch die offene Mauer von Mexiko in die USA eingewandert. Und die Drogenkriminalität geht durch die Decke. Kriminalität in den Städten Amerikas und die Schätzungen sind bis 8 Millionen illegale Einwanderer. Und die Demokraten wollen genau das Gleiche, erleichterte Staatsbürgerschaft und amerikanische Pässe für diese Einwanderer. Warum?
weil sie Demokraten wählen und weil sie langfristig eben durch diese Immigrationspolitik ihre neomarxistische, radikal linke Agenda durchpushen wollen. Und das ist immer mehr Chaos, ja, die Polizei eben nicht genug Mittel zu geben, Catch and Release, sie fangen Gefangene, die gerade irgendwie Gewaltverbrechen gegeben haben und lassen sie gleich wieder frei. Ja, und es gibt demokratische Gouverneure, die Gefängnisse leeren in den USA und die Gefängnisse leeren wollen, dass eben Mörder, Vergewaltiger, Kriminelle ganz, ganz schnell wieder auf die Straße kommen. Das sind irrsinnige Dinge, wo man sagt, worum geht es hier? Garantiert nicht um Weisheit, garantiert nicht darum, was die Bürger, was das Volk will. Unsere Innenministerin Faeser sagt, die größte Gefahr kommt von rechts. Also nicht von radikalen Moslems, nicht von Terrorismus vom Islam, der weltweit ja überhand nimmt, immer mehr, auch die letzten 10 Jahre, sondern von rechts. Was ist die Gefahr von rechts? Das sind Bürger, die politisch inkorrekt sind. Die sagen, wir wollen geschützte deutsche Grenzen. Wir wollen nicht unbegrenzte Immigration. Wir wollen nicht, dass alle möglichen illegalen Einwanderer, die durch Afrika oder Syrien oder Afghanistan kommen, nach 3 bis 5 Jahren deutsche Staatsbürger mit allen Rechten werden, mit aller Versorgung eines Sozialsystems, für das Deutsche auf 30, 40, 50 Jahre Steuern gezahlt haben. Und die, die dagegen sind, sind rechtsradikal. Die, die gegen LGBT und Vogue-Agenda sind, werden als radikal rechts betitelt. Ich sage euch, das sind gefährliche Entwicklungen. Und wegen solchen Dingen, sagt Paulus in Römer Kapitel 1, kommt der Zorn Gottes über Menschen, die die Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi, die Wahrheit der Bibel, mit Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit niederhalten. Ja? In Römer 1 schreibt Paulus, dass die Gottlosigkeit zunimmt und dass Gott sie dahin gibt, das zu tun, was Gottes Ordnung und Geboten widerstrebt und dass Männer mit Männern, Frauen mit Frauen Schande treiben. Ihr könnt das lesen in Römer 1, 18 bis 32. Und er sagt, wegen dieser Dinge offenbart sich der Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Also ich glaube, wenn es so weitergeht, werden wir immer mehr Abwärtsspirale erleben, immer mehr Steigerung von Inflation, ja, jetzt wird ja schon von Blackouts gewarnt, immer mehr, dass unsere deutsche Wirtschaft in Rezession kommt. Und ich glaube, ihr Lieben, darum müssen wir beten für einen Geist der Buße, dass unsere Politiker aufwachen und Buße tun, bevor es immer schlimmer wird, bevor es in unserem Land buchstäblich finsterer wird, ja, und wir eben auch erleben, dass wir Stromausfälle haben, Energieausfälle, Rezession, weil die Energie, die gespeichert ist in unserem Land, reicht bei weitem nicht aus. Also ihr Lieben, das sind Dinge, dass eben hier ein Umsturz alter, bewährter Ordnung geschieht. Ja, die SPD sagt, diese sture Beharrlichkeit der Konservativen, dass ihre uralten Prinzipien und Mottenkisten eben wieder hochkommen, das soll abgeschafft werden. Also jeder kann integriert werden, mehr Staatlichkeit, womit Parallelgesellschaften von Clans, die eben sagen, ja, jetzt können wir auch einen deutschen Pass haben, neben unserem iranischen oder syrischen Pass oder afghanischen. Sie können hier eine Parallelgesellschaft aufbauen. Sie müssen sich gar nicht mehr integrieren. Es soll übrigens auch abgeschafft werden, dass eben diese Sprachtests, Erleichterung eben geforderte Wissenstests über Deutschland für die Migranten aus der Gastarbeitergeneration sollen entfallen. Erleichterung auch bei den Sprachtests sollen kommen, dass man eben nicht unbedingt schriftlich kommunizieren muss, sondern Hauptsache, man kann auf Deutsch ein wenig kommunizieren.
Die Einbürgerungserfordernisse sollen eben erleichtert werden. Die Einordnung von Immigranten in deutsche Lebensverhältnisse und Kultur soll nicht mehr verlangt werden. Bisher haben die Behörden beispielsweise geprüft, ob die Antragsteller mehrere Ehefrauen gleichzeitig haben, wie das in islamischen Ländern sehr oft der Fall ist. Und im Koalitionsvertrag steht beschrieben, das Einbürgerungserfordernis der Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse soll nicht mehr klar durchgesetzt werden. Also ihr Lieben, das wollte ich einfach mal weitergeben. Wir gehen auf schwierige Zeiten zu und Jesus sagte, die Tage der Endzeit, auch der Endgerichte, werden wie die Tage Noahs sein, wo wir uns auch vorbereiten müssen auf das, was kommt. Und ich denke, dass wir auch in unseren Häusern, in den Gemeinden Vorräte brauchen, dass wir wirklich auch eine Arche sind in der Endzeit für das, was kommt. Die Bibel redet über Vorräte, dass man einfach mal 10% zurücklegt, genug Gas hat, Gaskocher, dass man Reis anlegt, genug Wasservorräte. Auf Amazon gibt es so 30 Liter Beutel, die kannst du füllen. Und wir haben jetzt mittlerweile unten ein paar hundert Liter im Keller Wasservorräte. Du kannst dort Wassertabletten reintun, dass die Bakterien, die schlechten Bakterien, Streptokokken oder wie sie heißen, getötet werden. Und dann hast du Trinkwasser, wenn es zum Blackout kommt, was ja gewarnt wird an vielen Orten in Deutschland. Und dann fällt der Strom aus und einige Minuten später kriegst du auch kein Wasser mehr. Ja, ihr Lieben, Gottes reichen Segen. Schreibt doch eure Kommentare, was ihr dazu denkt. Also ich denke, dass eine Regierung der Ampelkoalition diese Staatsbürgerschaft erleichtert für sehr, sehr viele Millionen, auch muslimische Immigranten, weil sie keine christlichen Werte, keinen christlichen Glauben mehr haben. Sie verramschen nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft, was in vergangenen Jahrhunderten kostbar und undenkbar war, sie verramschen auch das christliche Abendland. Gott erbarme sich über uns und er gebe wirklich einen Geist der Buße und auch der Erweckung. Weil ich glaube, das Einzige, was noch hilft in unserem Land, ich habe heute Morgen da mit Mitarbeitern und Freunden darüber diskutiert, bei uns am Mittagstisch, heute Mittag war das, und wir haben darüber geredet, dass Deutschland mittlerweile ein Krebsgeschwür in seinem Körper hat, national, im Endstadium, ja, dass die christlichen biblischen Werte so weit in unserem Land aufgelöst sind, dass wenn du das mit einem Körper vergleichst, dass es Krebs im Endstadium ist. Unser Land, unser Volk und das, worauf Deutschland groß geworden ist, worauf auch unser Reichtum beruht, auf christlichem Abendland, das ist mittlerweile so abgewirtschaftet, dass nur noch eine Erweckung helfen kann, zurück zu Gott, zurück zu Jesus Christus, dass wirklich die Gerechten wieder regieren und dass wieder eine Trendwende passiert. Wie wir das jetzt in Italien sehen, wir sehen es in Ungarn, in Polen, ja auch in Spanien, dass wieder christlich-konservative Kräfte hochkommen und wahrscheinlich 2024 auch in den USA. Weil Donald Trump hat dort im obersten Gerichtshof christliche Bundesrichter eingesetzt, die jetzt christliche nationale Gesetze verabschiedet haben, auch gegen Abtreibung in den USA. Weil das Leben im Mutterleib gehört nicht der Frau, was die radikale Linke sagt. Sie sagen ja Autonomie des Körpers, das ist eine Lüge vor Gott. Die Autonomie des Körpers ist die Voraussetzung, dass eine Frau sagt, ja, mein Körper gehört mir und darum kann ich auch das Recht haben, meine Kinder abzutreiben. Aber ich sage dir, der Körper gehört Gott, die Seele des Kindes und das Baby im Mutterleib gehört Gott. Und das hat auch Donald Trump so gesehen, die Republikaner. Und deswegen hat er konservative Bundesrichter eingesetzt und Abtreibung ist gestoppt worden in den USA. Worüber sich die radikale Linke ärgert. Also wir brauchen Erweckung, ihr Lieben, dass es wieder eine Bewegung zurück zu Gott gibt.
Gottes reichen Segen und abonniere meinen YouTube-Kanal für weitere informative Videos.